Servus, Salve und Hallo. Was ein Monatsanfang. Weltklasse, oder? Wir haben es tatsächlich geschafft. Wir haben jetzt 17.55 Uhr und der DAX hat geschlossen bei 15.156. Wir haben die 20-Tage-Linie touchiert. Das habe ich mir die ganze Zeit gewünscht, das wollte ich immer haben. Nochmal, für mich hat die keine Bewandtnis. Schön, dass es die gibt. Ja, toll, man kann auch morgens Tee oder Kaffee trinken. Aber wenn ich das mal so in der Vergangenheit sehe, eine richtige Bewandtnis hat die nicht. Hier, also überhaupt nicht. Gar nicht, das war im März letzten Jahres, ja. Hier wurde sie umschmeichelt, jetzt nichts gebracht, jetzt nichts gebracht, wir sind da. Aber, um das vorwegzunehmen, für mich ist das eher so wie so ein Anstechen momentan. Also ich traue dem Markt nicht weiter, als ich ihn werfen kann. Ich werde euch auch gleich zeigen in der Stunde, warum das so ist. Wir haben sie also gesehen, soll sein bei 15.008. Wir haben jetzt vom All-Time-High ganz grob 1.000 Punkte verloren, also in der Spitze ein bisschen mehr als 1.000 Punkte. Wir sind von den gleitenden Durchschnitten weiter negativ und die entfernen sich. Das ist nicht gut. Beide Bänder sind nach unten gerichtet. Ist nicht gut. Wir haben es mit Mühe und Not geschafft, wieder in das untere Band reinzukommen. MACD ist leicht negativ, aber das finde ich jetzt noch nicht so dramatisch. Und die Stochastik ist auch weiter nach unten gerichtet. Was mir nicht gefällt, und das will ich jetzt hier mal am Stundenchart zeigen, ist die Tatsache, dass wir von dieser Bewegung hier oben, das war das Wahlmontagshoch, was ist ein deutsches Wort, bei diesen 15.716, ich habe es am Mittwoch verstanden, aber ich habe die Bewegung hier nicht ganz so begriffen, sind wir auf den Punkt ans 38er. Nicht mehr, nicht weniger. Und dann verließen sie ihn wieder. Es ist ja schön, wenn er sich jetzt noch mal ein bisschen streckt und reckt, aber reichen, um Vertrauen zu bekommen, tut es bei mir zumindest nicht. Wir sind also jetzt hier nur bis zu diesem 38er. Wer jemals bei mir im Webinar war, möge sich an den Satz erinnern, ein junger, pubertierender Trend korrigiert immer zum 38er, aber nicht mehr. Und genau das gilt sowohl für einen Aufwärts- als auch für einen Abwärtstrend. Die amerikanischen Märkte, die drehen momentan auch ein bisschen hohl. Also gerade so der Nasdaq, da ist nicht allzu viel dabei. Wir sind momentan bei 14.690 und beim Dow Jones 34.070. Da kommt keine Hilfe her. Evergrande habe ich diese Woche fast gar nicht gehört, aber Inflation und das Ankommen, es war ein schöner Satz, dass der DAX kommt in der Realwirtschaft an. Ja, und das tut er und das gefällt mir halt nicht so besonders gut. Wir haben jetzt, ich gehe wieder zurück auf den Tag, kleine Sekunde, hier ist er. Es gab heute echt ein paar Schnapper zu machen, TUI, Lufthansa, solche Geschichten, das gibt es immer mal wieder. Ich nehme jetzt mal die Fibos raus, nicht, dass die euch stören hier. Aber wenn ich das hier so sehe, das ist mir zu wenig Gegenwehr. Ich finde diese Kerze, oder ich empfinde diese Kerze als nicht besonders positiv, auch wenn der Körper weiß es, muss ich ehrlich sagen. Ich werde erst wieder positiv, wenn wir über die 15.300 gehen und schließen. Vorher bin ich eher der Meinung, dass ich die Rückläufe spielen sollte. Sprich, wenn der hier mal wieder 100 Punkte hochgeht, eher mal wieder short gehe als long. Ich habe euch aber folgende Scheine mitgebracht. Der eine hier ist ein 14.606er Schein. Gustav Heinrich 6, Cäsar, Unsinn, Cäsar. GH6, CUC. 14.606. Ich glaube nach wie vor, dass wir uns in absehbarer Zeit hier mit der 14.800, die kommt von hier, beschäftigen werden. Ich kann hier nicht positiv sein, außer vielleicht mal kurzfristig für eine Stunde für 50 oder 100 Punkte. Aber über den Tag hinaus ist das bei mir ein bisschen negativ. Wir können ja mal spaßeshalber auf die Woche schauen. Alles negativ. Negativ 4, negativ 4. Die Bänder gehen auf. Wir schließen in der Woche unterhalb des unteren Bandes. Ich mache es mal größer, dann seht ihr es besser. Ja, das kann mir nicht gefallen. Kann es nicht. Ja, deswegen, ich werde eher die Rückläufe spielen und dann in den Chart reingehen. Gehen wir wieder auf den Tag. Von dem Put her bin ich der Meinung, den kann ich ganz kurz hinter die 15.800 setzen. Mal schauen, was uns ein 27er Hebel da anbietet. Er ist vielleicht ein bisschen ambitioniert, 15.719. Gehen wir mal ein bisschen runter. Gehen wir mal auf 22. Et puis voilà, das passt doch. 15.850 als Put, das ist ein 22er Hebel. Das ist die GX1 AL5. GX1 AL5, da sind wir also hier hinter. Den schaue ich mir dann wieder an, wenn wir an der 20-Tage-Linie sind. Das ist jetzt für mich so, ich möchte nicht sagen, das Maß aller Dinge, aber auf jeden Fall einen Blick wert.
Ich würde mich zwar freuen, wenn der hier ein bisschen hochgeht, aber nur deshalb, weil ich dann wieder was geben kann. Ich kann den Markt nicht long gehen, es tut mir leid. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye bye.